Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch am 27. Oktober 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute an der LS Exchange mit dem Daniel Düsseldorf. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Den DAX und uns Anleger hat es gestern ordentlich durchgeschüttelt. Die 200-Tage-Linie wurde gebrochen, mehr als 4% Minus im DAX und auch mehr als 400 Punkte. Also das war wirklich ein starker Minustag, oder? Ja, richtig, ganz genau. Es war ein sehr schwacher Tag gestern. Du hast es schon angesprochen. Wir haben gegen 17.30 Uhr, gegen 18 Uhr auch im Tief dann geschlossen. Das Tief im DAX lag dann unter 12.100, sondern bei 12.080 Punkten, also 80 Punkte über der 12.000-Punkte-Marke. Es hatte da mehrere Gründe, die möchte ich mal hier im Einzelnen aufführen. Zum einen haben wir natürlich neue Infektionszahlen, die Höhepunkte erreicht haben, nicht nur in Deutschland die Marke von 11.000 Fällen überschritten, sondern auch im europäischen Ausland. In Frankreich sind sogar über 50.000 Fälle registriert worden. Das hat natürlich auch getrübt, aber dann hatten wir auch noch einen ganz besonderen Fall, dass ein DAX-Konzern, großer, die SAP, über 20% im Tagesverlauf verloren hat und allein die SAP hat, weil es ein Index-Schwergewicht ist im DAX, für knappe 300 Punkte Marktrutsch gesorgt. Also von daher, wenn man die rausrechnen möchte, dann waren wir nicht ganz so schwach, wie es aussieht auf dem Papier, aber die Vorzeichen waren insgesamt doch sehr, sehr schwach. Die SAP hat ein Gewicht im DAX von 11,75% und wenn man sich gestern quasi den Kursrutsch hier anschaut, den wir auch Intraday noch einmal eingeblendet haben, beziehungsweise über mehrere Monate hinweg und man sieht den Intraday-Kursrutsch gestern, so muss man vermerken, dass das Unternehmen sich gestern um eine Marktkapitalisierung von 31 Milliarden Euro gebracht hat. Waren denn die Zahlen wirklich so schlecht? Ja, das also sind auch mehrere Sachen, die da reinspielen. Also zum einen ist bei der SAP so, das dritte Quartal ist nicht ganz so gut gelaufen. Die Zahlen sind nicht so gut gewesen, wie ursprünglich erwartet. Und was vor allen Dingen da für den großen starken Kursverlust gesorgt hat, war einfach der Ausblick auf die Zukunft. Wir haben es ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder angesprochen, auch hier. Bisher ist das Geld immer in die Technologieunternehmen geflossen, so auch in die SAP. Die wurden halt mit Vorschusslorbeeren gesegnet und jetzt hat man gesehen, ja, auch Corona geht nicht spurlos an so großen Konzernen aus dem Technologiebereich vorbei und das hat natürlich die Stimmung gedrückt und das hat dann gestern zu so einem historischen Abverkauf gesorgt. Das Tief, also die Marke von 100 Euro konnte auch nicht halten und wir hatten ein Tief in der SAP von 96,50. Aber heute Morgen hat sich die SAP-Aktie ein bisschen gefangen und wir haben die Marke von 100 Euro zurückerobert. Wir notieren bei 101 Euro heute Morgen hier. Also da gibt es eine kleine Gegenbewegung. Aber grundsätzlich waren die Zahlen von der SAP und auch auf die Aussichten nicht ganz so rosig wie noch vor Monaten versprochen. Einen solchen Kursrutsch bei SAP gab es zuletzt im August 1999, also die älteren Semester werden sich vielleicht noch erinnern und die anderen können gerne das Chartbild etwas weiter aufzoomen, um zu diesem Jahr zu kommen. Insgesamt also richtig was los gewesen am Aktienmarkt und das sieht man auch am DAX. Der DAX hat ja in der mittelfristigen Entwicklung nun eine Richtung eingeschlagen, über die wir noch einmal in den nächsten Tagen sicherlich öfters sprechen müssen. Hier ist die 200-Tage-Linie gebrochen worden und auch so ein Stück weit ein Aufwärtstrend. Wir sind jetzt auf dem Stand von Anfang Juli, Ende Juni, also die letzten Monate kann man quasi abhaken. Es ist ein stürmischer Herbst geworden letzten Endes an der Börse und es gibt noch weitere Quartalszahlen, diesmal aus dem Automobilsektor und auch die hast du uns aufbereitet. Genau, also nicht nur direkt aus dem Automobilsektor, also nicht von Autoherstellern, sondern von Zulieferern. Dann ist zum einen die Covestro, die auch eine wichtige Kundengruppe ist, davon der Automobilbereich. Die kam heute Morgen mit Zahlen, die kommen ganz gut an. Sie sind besser ausgefallen als ursprünglich erwartet. Das hat man ja auch schon letzte Woche bei den Daimler und bei den BMW-Zahlen gesehen. Die China-Nachfrage hat sich schneller belebt als ursprünglich erwartet. Da ist das dritte Quartal gut aufgefallen.
Und auch der CEO von Covestro hat sich zu Wort gemeldet und die Erholung läuft dynamischer als ursprünglich angenommen und der blickt mit Zuversicht aufs vierte Quartal. Also das sind sehr positive Zeichen für die ganze Branche, für den Automobilbereich und für die Zulieferbetriebe. Man konnte auch das schreckliche erste Halbjahr ein bisschen hinter sich lassen, auch im Hinblick auf den Free Cashflow. Der soll auf das gesamte Jahr 300 Millionen Euro jetzt betragen und das ist eine ganz wichtige Kennziffer auch für die Covestro-Aktionäre, weil diese Free Cashflow-Basis ist für die Dividendenzahlung, für die zukünftigen. Die Covestro war gestern im schwachen Markt, im Tief bei 42,30 Euro und heute Morgen sehen wir Kurse von über 43, wird mit 43,10 Euro umgesetzt hier heute Morgen bei uns an der LSX. Das klingt gut für die Covestro und in diesem Zusammenhang hat auch noch ein weiteres Unternehmen überraschend Zahlen gemeldet. Die standen noch gar nicht auf dem Terminkalender, doch kamen nun mit guten Zahlen raus und die Rede ist von Schaeffler. Richtig, genau. Auch ein großer Zulieferer. Die Zahlen sind von gestern Abend nach Börsenschluss gekommen, 18 Uhr, 18:30 Uhr. Auch die sind ganz gut ausgefallen. Der Kurs war bei 5,55 € im Tief und heute Morgen werden auch Preise von 5,90 € schon bezahlt, also ein Aufschlag von 5%. Auch da kommt man aus den roten Zahlen erstmal raus. Man hat auch von der Entwicklung im dritten Quartal aus China profitiert, von den guten Absatzzahlen und der Free Cashflow ist auch bei der Schaeffler positiv und beträgt im dritten Quartal 333 Millionen. Also man sieht's durch die Branche, durch die Bank, China verhilft den Unternehmen zu einem Comeback, möchte ich mal sagen. Und ja, man sieht es an den Aktienkursen heute Morgen, es kommt ganz gut an. Klaus Rosenfeld, der Chef von Schaeffler, hat ja auch gesagt, die Talsohle ist durchschritten und der Tiefpunkt ist erreicht. Man hat im September sich noch einmal ein frisches Kapital genehmigen lassen. Das dürfte aber ausreichen, um aus der Corona-Krise herauszukommen, wenn man seinen Worten glaubt. Und der Aktienkurs, wie du schon sagtest, sieht heute vorbörslich auch ganz gut aus. Das heißt, heute Gegenbewegung? Ja, richtig. Wir sehen heute Morgen schon eine Gegenbewegung. Wir haben einen Aufschlag im DAX von 150 Punkten, aktuell bei 12.250. Ja, muss man abwarten jetzt die nächsten Stunden, den heutigen Handelstag, wie nachhaltig die Aufwärtsbewegung ist. Ich sage ja immer wieder, also du hast ja auch angesprochen, gerade beim CEO von Schaeffler, man ist zwar zufrieden, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, man ist zufrieden mit dem dritten Quartal. Auf der anderen Seite warnen auch die ganzen CEOs, dass die Volatilität hoch bleibt und die Unsicherheit auch immer noch mitschwingt. Ich glaube, es alles hängt davon ab, wie sich die Infektionszahlen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln. Morgen ist ja auch ein vorgezogenes Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Da muss man einfach mal schauen, welche neuen Maßnahmen dann auch ergriffen werden, welche möglichen Einschränkungen, welche möglichen Lockdowns. Das schlägt sich natürlich auch durch eins zu eins auf die Wirtschaft. Von daher warten wir mal ab, ob die Gegenbewegung jetzt, wie steht, würde ich sagen, auf wackeligen Füßen, aber warten wir mal ab, was die nächsten Stunden und Tage dann bringen. Und die Zurückhaltung hat man gestern, um das noch nachzureichen, natürlich auch am IFO-Index gesehen. Nach 5 Monaten Anstieg in Folge gab es gestern einen leichten Rücksetzer zu verzeichnen. Also da darf man auch gespannt sein, wie hier die verschiedenen Unternehmenslenker die Lage in Zukunft beurteilen. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Daniel, und eine erfolgreiche Handelswoche. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und gerne hören wir uns morgen früh auch wieder zum Marktgespräch mit der LS Exchange und einem Händler. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und vor allem Gesundheit.